oben. Das stimmt, ne? Also Rot und Blau, halt ist und Rot und Blau haben sich sowieso schon die ganze Zeit immer mal bekriegt, ja, wenn man das halt so möchte. Ich hatte auch gesehen, als ich dann raus war, hier Isengard hier unten hatte hier die Mauer gebaut, die haben sich hier unten halt gar nicht bekämpft und hier Elben und Orange und Isengard sind halt beide auf mich gegangen. Ja. Wie Orange? Meinst du Rot oder was? Orange und Isengard und ja, rote Elben. Die ach sind so, halt beide auf mich gegangen. Achso, ja, war ja bei mir jetzt gerade dann nicht anders gewesen, ne? Ja, hab einen kleinen taktischen Fehler gemacht. Ich hätte noch weiter auf Sturmhart gehen sollen, weil ich hatte ihn, glaube ich, fast down gehabt mit dir zusammen. Das war relativ am Anfang. Da stand wirklich nicht mehr viel. Ich war in seiner Festung schon drin, hatte schon ein, zwei Gebäude weggehauen. Und das war, ja, hätte ich mehr fokussieren sollen, glaube ich. Also ich wäre wahrscheinlich auch länger auf ihn, wenn ich unten nicht von den Elben angegriffen worden wäre. Ja. Dementsprechend habe ich da einen kleinen taktischen Fehler da an der Stelle schon begangen. Naja gut, jetzt gucken wir mal, was da jetzt hier im Grunde genommen so passiert. Auf jeden Fall haben sie relativ viele Festungen. Also, die Elben haben 3 Festungen, Kalin hat 2. Und Sturmhart hat glaube ich nur 2, so Hat auch gesehen. zwei, ja. Hat auch 2. Ja, momentan bewegt sich irgendwie keiner so richtig, ne? Ein Also bisschen. Felix sammelt seine Truppen halt mehr in der Mitte jetzt. Also er schickt die halt zum Turm in die Mitte. Und die anderen, ja. Gut, Isengard geht jetzt voran. Oh ja, da wird spannend. Ja, aber zu wenig Katapulte, glaube ich. Das wird nix. Ja, direkt abgeschmettert. Das war ja fast klar. Okay, guten Wächter. Na gut. Gut, den Wächter hätte ich wahrscheinlich, von dem hätte ich gewartet, bis ich den in die Bogenschützen hätte setzen können. Hat ja auch nicht, hat ja auf jeden Fall auch nicht alles getroffen, muss man sagen, ne? Bei weitem nicht Weil die alles. Bogenschützen sind halt das Gefährliche bei Elben. Oh, da kommt der nächste Wächter, genau, ja. Oh Gott, 2 Wächter. Oh je. Ja, der Jetzt eine halt geht's. jetzt von Felix gesetzt hier. Jetzt Der geht's Blade andere. Arino an den Kragen hier. Gut, das eine Ding konnte er noch abwehren. Also, Blau konnte er noch abwehren wahrscheinlich. Aber gut, da steht aber auch noch relativ viel bei Talin. Aber der Adler hat halt 750 Rohstoffe gegeben. Und da wurde, glaube ich, gerade Haldir von Schlangenzunge verführt. Ah, ich glaube, die erste Festung wird fallen. Ja, die erste Festung wird fallen. Das kriegt er nicht nochmal nachproduziert so schnell auf die Schnelle. Ja, Talin sammelt jetzt hier auch nochmal seine Truppen und hat jetzt eigentlich nur noch Lanzenträger. Warum hat Und er eigentlich nur Bogenschützen. Lanzenträger? Also fast ausschließlich Lanzenträger. Ja, Bogenschützen hat er auch. Aber Lanzenträger und ganz Bogenschützen. wenig, aber Hat eigentlich er 1, hauptsächlich. 2, 3, 4 Truppen Bogenschützen. Okay. Das Saruman kommt wieder. Oder kam ein Wirbelwind hier? Von den Elben. Von Elrond, glaube ich, ja. Das ist natürlich schwierig jetzt für Blade Arino, ne? Was kann man da in der Situation machen halt, ne? Ich meine, er weiß, dass er eigentlich von beiden Seiten jetzt angegriffen wird. So kann man es eigentlich sagen. Ja. Aber was kann er jetzt machen, um zu gewinnen? Was hat er für Möglichkeiten? Jemanden Kann ausschalten. vielleicht in mein ehemaliges Gebiet sich zurückziehen und sich da halt aufbauen und hoffen, dass ich die beiden anderen bekriegen halt. Oder kam die Flut?
Da kam die Flut. Die hat auf jeden Fall einiges weggenommen. Na gut, aber das sind alles sehr defensive Skills halt natürlich momentan, ne? Bräuchten noch ein paar Ballisten hier, der blaue Isengard. Ja, eine hat er jetzt momentan ein bisschen mitgeschickt. Was man als Isengard noch mal machen könnte, wäre eine Mine bauen. Weil die kann, glaube ich, eine Festung fast one-hitten. Oh ja, jetzt geht's hier. Ja, das. Das sieht nicht gut aus. Hier, Und ein Blade Drache. Arena. Oh Gott. Das sieht wirklich nicht gut aus. Oh Gott, was war das denn da? Alter Vater. Saruman. Oh Gott. Sarumans Zehnerfähigkeit. Oder? Oh Gott, der Drache, der zerreißt auch alles hier. Gott. Na gut, Talin macht das auf jeden Fall im Hintergrund nicht schlecht, also er baut auf jeden Fall auch noch auf halt, ne? Der hat sich jetzt in mein ehemaliges Gebiet zurückgezogen, wenn man das halt so will, ne? Und nutzt somit. Du warst, glaube ich, ja noch einen Tick nördlicher, oder? Nee, das war mein Gebiet halt. Das war mein Anfangsgebiet und ich habe dann da, wo die Festung jetzt im Grunde genommen von die zweite Festung, da stand eigentlich eine Festung auch erst von mir, aber da Okay. wurde ich dann halt auch überrannt. Da habe ich mich Ja, erst gegen. mein Gebiet ist da, wo oben bei der dritten Festung von den Elben der Schmelzofen steht. Da, also die Schmiede. Da war mein Gebiet ungefähr. Ja, aber die Festung, die hält immer noch. Noch hält sie, die Festung. Aber eigentlich aus taktischer Sicht doof von Talin. Wenn Sturm halt so ein guter Spieler ist, warum geht man nicht zusammen auf ihn jetzt? Ne? Weil gegen Bladorino hätte Talin vielleicht noch größere Chancen, oder? Ja, aber vielleicht halt Ladarino so ein bisschen zurückdrängen und danach beide auf Felix oder so, würde ich es wahrscheinlich machen. Na gut, also die Armee steht ja auf jeden Fall schon mal wieder. Von Sturmhort, also ein Teil davon. Steht schon wieder ready. Der war halt auch nur Armbrustschützen. Ja, er hat nur Armbrustschützen, ja. Gut, er hat dafür halt natürlich die Fähigkeiten, die Helden halt natürlich, die halt natürlich irgendwo die Armbrustschützen halt noch verteidigen können, wenn man das halt so möchte, ne? Oder halt natürlich gegen, auch in der Offensive, gegen andere Einheiten natürlich noch entsprechend gut gerüstet sind. Oh, da war der 25er Spell von den Elben auf Felix seine Armee. Oh ja. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich sehe, dass da nichts mehr steht. Palin spielt halt einen Tick zu defensiv, finde ich. Der steht jetzt mit seiner Armee wieder hier und. Er hat jetzt seine Armee ist schon wieder voll gesammelt, ne? Steht jetzt auf jeden Fall schon wieder da. Oh, da hat sich Felix und Saumann gerade die ganzen Bogenschützen geholt. Oh Die Elben müssen Gott. gegen ihre eigene Festung kämpfen. Oh Gott, ich sehe das ja. Wie lange hält der Skill denn? Oder wenn du auf eine Einheit drauf gehst, dann siehst du die verbleibende Zeit unten im Palantir. So, ah, okay. Ja, jetzt ist es fertig. Falls ein Feuerball? Nee, kann er nicht einsetzen. Talin steht halt immer noch mit seiner Armee hier rum. Der Pfeilhagel war ein bisschen schlecht getimed.
Ja, Talin hat auch nicht, noch nicht so viele Fähigkeitspunkte erhalten. Ne? Talin sehr defensiv auf jeden Fall gespielt. Ja, da habe ich mich, muss ich gestehen, so ein bisschen aufgerieben, weil ich halt mal jemanden in die Offensive, weil ich in die Offensive gehen wollte. War leider mein Fehler da gewesen. Also bei Sturm hat noch keine Fähigkeiten ready. Das heißt, da sieht es momentan noch schlecht aus. Aber Bladowino kann auf jeden Fall die Adler gleich nochmal beschwören. Also das war dumm jetzt mit Saruman so weit reinzurennen, weil der stirbt ziemlich schnell. Aber jetzt ist er auch tot. Die Sinnerfähigkeit wieder. Und ist dabei gestorben. Okay, so, jetzt, was ist jetzt hier mit Talin? Was macht er? Was kann er machen? Was hat er denn an was haben sie an Rohstoffen eigentlich? Also. Talin 13.000, Felix hat 34.000, das ist auf jeden Fall massiv ausreichend. Und. Ja, okay, gut. Aber man muss sagen, Sturm hat macht das wirklich so, wie Black das damals wirklich mal gemacht hat. Und so wie du das als Spiel eigentlich auch spielen musst. Also er greift immer mal kurz an, behält aber trotzdem noch einen Großteil seiner Einheiten und zieht sich damit wieder zurück. Somit levelt er halt natürlich die Einheiten, was halt recht entscheidend ist. Und die Fähigkeiten sind natürlich auch nochmal so eine Geschichte. Die blaue Isengard-Armee ist jetzt im Norden. Er hat halt keine Ballisten dabei, das ist halt, ja. Was macht er? Was wird Sturmhart machen? Was kann er machen? Na gut, er hat genügend Optionen, denke ich. Er hat noch den Blitzschlag von der Festung. Und wenn Talin jetzt klumpt, dann. Ja, der Blitzschlag ist jetzt unterwegs. Schön in die geklumpte Armee rein. Na gut, das hat ihm aber jetzt nicht so sehr wehgetan, muss man sagen. Ja, da knapp die halbe Armee ist jetzt halt weg. Naja, aber durch die Bannerträger geht das ja wieder hoch halt, ne? Also, das sollte kein großes Problem darstellen. Aber er hätte ihn zumindest aufgehalten und... Er hat ihn aufgehalten, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das hat ihm etwas Zeit verschafft, muss man sagen. Und halt fast nur Düsterwaldbogen schützen hier. Aber jetzt der Drachenschlag. Wenn der gut kommt. Und der läuft auch noch rein. Und der kam sehr gut. Ja, der ist dann auch noch reingelaufen. Ja. Oh Gott. Sturmhart GG. Warum schreibt er GG? Das verstehe ich auch noch nicht. Also er. Also das Ding ist noch nicht so gelaufen, ne? Lebt noch größtenteils. Warum hat er jetzt aufgegeben? Okay. Sollen wir mal kurz hoch in den Chat und fragen, oder? Das sollten wir mal machen. Das ist schwer, ja. GG? Los, Felix. Ja, Felix musste los. Ah, okay. Na gut, dann wird's ein 1 gegen 1, ne? Eventuell könnten wir danach noch Teams machen, so 2 gegen 2 oder so. Ich würde fast vorschlagen, dass wir uns auf einen Unentschieden einigen. Kann noch ein bisschen gehen. Würde ich auch sagen. Na, wenn. Wobei ich jetzt nochmal ein bisschen was einsetzen ja, will. Ja, aber ich kann dich nicht killen. Du kannst mich nicht wirklich killen. Ich kann halt noch zwei Festungen gerade wieder bauen. Na gut. Wenn du nichts dagegen hat, wenn ihr euch auf einen Unentschieden einigt. Hab kein Problem damit, ne? Ja, na denn. Gut, dann. Teilt sich Isengard und die Elfen. Die Erde.
Game over. Ja, Tallinn gewonnen. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, dann will ich doch mal gucken, wie es bei mir aussah. Finde ich gar nicht so super schlecht. Na, gucken wir mal. Ja, und Julian, hättest du nicht angegriffen, hätten wir Felix oben wahrscheinlich gehabt. Ja, es war mir aber zu risky. Wenn ich auf Tallinn wollte, dann nicht irgendwann auf Tallinn committen. Oh, tatsächlich. Ballisten in den Rücken fallen können. Tatsächlich, ich war zwischendurch sogar mal auf Platz 1. Gar nicht so bad. Ich habe mich gesteigert in dem Spiel scheinbar. Nicht schlecht. Ne? Na gut, das war's dann an der Stelle. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Ciao.